Da sind wir auch schon wieder. In der Zwischenzeit habe ich auch mal wieder auf den Dwarf Therapist geguckt und wir haben jetzt schon zwei rote und vier orangene, was den Mentalzustand angeht. Und der nächste ist wieder Segalmet. Segalmet hat einen Tantrum geschmissen und Segalmet hat sich wieder beruhigt. Ja, okay. Ich glaube, na, die sind immer noch am Reinschaufeln von den ganzen Sachen, ne? Ja, erstmal da unten kurz die ganzen Designations mal aufheben. Da gehen wir eh nie rüber. Von den Bäumen fällen. So. Und wenn die es jetzt endlich mal. Was ist jetzt los? Braktasch ist besessen und bastelt irgendwas. Wo bist du, Braktasch? Da. Folgen. Gucken wir mal, was er jetzt in Beschlag nimmt. Das wäre jetzt noch der Gipfel von dem Ganzen, wenn er jetzt irgendetwas haben will, was wir nicht haben und dann auch durchdreht und auch Amok läuft. Okay. Ein Crafts Dwarfs Workshop. Das ist ja nicht so schlimm. Das wird irgendwas sein, was man verkaufen kann. Sonst nichts Wichtiges. Okay. Ein Stein hat er. Zwei Steine hat er. Drei Steine. Das wird ein recht langweiliges Artefakt. Jetzt muss er sich bestimmt noch Edelsteine holen für die Stacheln oder Seide. Nee, Knochen hat er sich geholt. Okay. Und Metall? Wehe, das war Stahl. Und Stoff oder Seide? Und nochmal Metall. Aber er scheint ja alles recht schnell zu bekommen. Und nochmal Knochen. Was hat er denn für eine Einkaufsliste? Also es waren schon dreimal Stein, dreimal Knochen jetzt, zweimal Metall, einmal Stoff und einmal Holz. Okay, und er fängt an. Gut, scheint alles bekommen zu haben. Hätte wesentlich schlimmer laufen können. Ich sehe nur noch ein Zwerg hier gerade hin und her laufen. Ah, da kommt noch einer. Hier direkt vor der Tür liegt ja auch noch Krimskrams rum. Aber das gehört, glaube ich, den Goblins. Ja, das können wir auch erstmal verboten lassen. Das sind ein paar Kupfersachen. Obwohl es sind Kleidungsstücke. Die könnten ja noch angezogen werden. Na gut, dann machen wir D, C, D, B, C. Erlauben das alles. Und gucken in der Zwischenzeit mal, ob unsere ganzen Klamotten hergestellt wurden. Und ja, wir müssten jetzt 60 Shirts, 60 Trouser und 60 Schuhe oder Socken produziert haben. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum der eine Zwerg sauer war, weil er alte Klamotten tragen musste. Aber das ist ja eh alles ein bisschen komisch manchmal. Komm schon, lauft schneller, ich will die Bunkertür zumachen. Ist so ein bisschen à la Fallout jetzt. Die Außenwelt ist zu bedrohlich, wir müssen die Türen zumachen und wir werden erst in 100 Jahren wieder rauskommen. Na gut, 100 Jahre übertrieben, aber. Und ein Mandat. Was haben wir denn diesmal? Oh, Armbrüste. Wooden Crossbows. Genau, zwei Stück und fertig. Ja, da ist er echt pflegeleicht. Und was haben wir hier? Noch einen Verwundeten. Ein Kind. Ah. Hat sich irgendwo am Bein verletzt. Wo auch immer. Gab es da eine Nachricht für? Kathaula Vinyadiana ist tot. Okay, diesmal ist es kein Scherz. Meine Mutter ist tot. Was haben wir noch? Jede Menge Tantrums. Ich sehe hier keine Verletzung von dem Kind. Und auch keinen Kampf. Das heißt, es wird noch irgendwas entweder von dem Troglodyten sein, von der Spinne oder von den Goblins. Ich nehme mal an, eher die Goblins. Weil bei der Spinne waren ja eigentlich nur die Milizleute dran. Ah ja. Und wo bleibt der Arzt? Ah, da bringt er gerade Wasser hin zum einen. Und kümmert sich jetzt um den anderen. Die komische Figur, da müsste der Arzt sein. V? V? Doc Leberfriesel, was machst du? Du diagnostizierst. Sehr schön. So soll das sein. Wenigstens eine Sache funktioniert hier. Das Hospital. Auch wenn wir immer noch keine Traction Bench aufgestellt haben.
Das könnten wir mal ändern. Shift R. Traction Bench mitten im Raum. So richtig schön abschreckend. Und gleich noch eine daneben. So. Zwei Streckbänke genau in der Mitte des Raumes. Und drumherum sind die Patienten drapiert, damit sie raufstarren können. Sehr charmant. Oh, das Artefakt ist fertig. Ein Granitarmband. Und es heißt Ustorun. Ustorun. 34.000 wert. Alle Zwergen Handwerk von höchster Qualität. Inkrustiert mit Granitcabochons, bespickt mit Eisen und dekoriert mit Schafswolle. Dekoriert mit hängenden Ringen von Hundeknochen und Stacheln aus Granit, Eisen und Hundeknochen. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von die starken Wärme. Oh. Es ist ein Bild von The Strong Worms. Das braune Spinnenseiden Kopftuch in Granit. Ich glaube, dieses Spinnenseiden-Kopftuch haben wir mal hergestellt. Also wir haben jetzt ein Artefakt, auf dem ein Bild von einem anderen Artefakt drauf ist. Das ist doch schon mal schick. Auf dem Artefakt hier ist außerdem noch ein Bild von einem Schrecken der Nacht in Hundeknochen. Und ein Bild von Lost Lyrics. Lost Lyrics? Also Lost ist verloren. Und Lyrics ist halt der Text von einem Lied. Also die verlorenen Liedtexte. Das ist der Kuga-Leder-Tanga. Den wir ebenfalls hergestellt haben. Okay. Also auf diesem Artefakt sind Bilder von zwei anderen Artefakten. Das ist doch mal richtig schick. Bisher hatten wir ja sonst immer nur irgendwelche historischen Ereignissen aus anderen Forges und nicht unsere eigenen. Das ist doch schön. So, das hätten wir auch. Du kannst wieder in die Arbeit gehen. Njam, njam, njam. Hier oben ist der Boden auch fast fertig. Und ja, ich weiß, es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber das Fort bleibt bestehen, selbst wenn alle Zwerge sterben. Deswegen kümmere ich mich gerade ein bisschen mehr um das Fort. Weil ich auch nicht so wirklich weiß, was ich machen soll bei den Zwergen. So, Granitblöcke dahin. Weil die machen jetzt einfach das, was sie halt tun. Ich kann ja nicht sagen, jetzt geh auf eine Party oder trink das teuerste Trinken. Ich kann die ja nicht zwingen, irgendwas Gutes zu machen, was ihnen Spaß macht. Aber ich könnte mal kurzfristig die Armeetrupps auflösen. Das mache ich, glaube ich, glatt mal. Damit alle Freizeit haben. Oder ich ändere einfach den Schedule. Cancel, cancel. Was? Nein. Cancel Order? X. X, 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 X. Alles weg. Ihr habt durchgehend frei. Macht Party, macht was ihr wollt. Dreht bloß nicht durch und bringt eure Brüder um. So. Die zwei Verwundeten scheinen auch klar zu kommen. Und es wachsen wieder die ersten Pilze. Also DT, Chop Trees. Und ich markiere einfach den ganzen Bereich hier. Dann machen wir das Ganze nochmal mit Harvest Plants, also Pflanzen sammeln. Nein, nicht Channeling. Nein, nein. Gather Plants war P. Also Pflanzen sammeln, auch in dem ganzen Bereich hier. Und dann gucken wir uns mal die anderen Etagen an. Unten wachsen keine Pilze, also höchstens weiter oben. Hier wächst gerade ein Busch mit einem Essenssaal, das ist aber okay, da können sie drum rumgehen. Hier ist auch soweit okay. Und hier oben, wo es eigentlich wachsen soll, wächst es nicht schnell genug. Aber ich sehe inzwischen jede Menge Pilze. Also wir können auf jeden Fall ab sofort hier drin Holz hacken. Ich meine, das sind locker Pi mal Daumen 40 Baumstämme allein auf dieser Etage. Und hier locker nochmal so viele. Ja, das war eine gute Idee. So, was haben wir noch? Die sind immer noch am Schleppen. Kommt schon, Jungs. Wir haben 18 Arbeitslose. Geht alle da raus und sammelt das ganze Zeug ein. Okay, die Armbrüste sind fertig. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich zufrieden sein. Aber er will immer noch einen besseren Dining Room, einen besseren Mausoleum. Das machen wir nochmal fix. Wo ist dein Raum? Da ist dein Raum. Also Dining Room. Das hier ist sein Büro. Das hier ist sein Dining Room. Das heißt, Statue. Nein, nicht Smoothstone.
bauen. Statue. Da. Granit. Statue. Granit. Statue. Granit. Statue. Granit. Statue. Granit. Statue. Granit. Das gleiche machen wir jetzt unten in seinem Mausoleum auch nochmal. Da sind auch gar keine Statuen drin. Okay. Da können wir auch die Jet-Statuen verballern, solange das einigermaßen symmetrisch aussieht. So, 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 so. Das dürfte eigentlich reichen. Und wenn nicht, machen wir den ganzen restlichen Raum hier auch noch voll. Sieht zwar ein bisschen albern aus, wenn da überall so viele Statuen rumstehen. Vor allem die unterschiedlichsten Statuen. Das sind ja nicht alle Statuen von irgendwelchen Zwergen, sondern es ist auch teilweise eine Statue von einer Magma-Krabbe, von einem Hamster, von einem Glühwürmchen und sonst was. Das kann schon recht skurril wirken. Aber sei es drum. So, das hätten wir also auch. Die ganzen Statuen werden runtergebracht, sehr schön. Dadurch werden auch die Stockpiles ein bisschen entlastet. Wie schaut's aus mit Crafts? Wir haben eh gerade keine Karawane im Haus. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz, was wir so alles auf Lager haben. Vor allem was Leder und Stoff angeht. Leder. Hundleder bitte verbieten. Aus allem anderen stellen wir gleich mal ein bisschen Kinkerlitzchen her. Wie schaut es beim Stoff aus? Wir haben noch 30, 40, 50, 60, 70 ungefähr Stoff. Also wir können gleich nochmal neue Socken produzieren. Wir hätten gerne Cloth Socks. 30. Wir hätten gerne Cloth Shirt. 30. Und wir hätten gerne Cloth Trouser 5. Weil ich nicht weiß, wie viel Stoff wir noch genau haben und ich habe keine Lust, dass nachher durchgehen wieder die Fehlermeldung einkommen. Wir haben keinen Stoff. Ich hätte es ganz gerne, dass wenn kein Material mehr vorhanden ist, dass dieser Befehl einfach pausiert wird und man ihn später manuell wieder aktivieren kann. Aber das wird wohl noch ein paar Versionen dauern. So, wir haben noch jede Menge Floorhatches rumliegen, denke ich mal. Die sollten wir auch verbrauchen. Ja, ganz viele Floorhatches. Alle weg. Kein Wunder, dass unsere ganzen Stockpiles immer voll sind. Weil wir lauter so Krimskrams einfach so rumliegen haben. Okay, hier unten brauchen wir es nicht unbedingt, aber... Nee, nee, nicht dahin. Dahin. Eigentlich brauchen wir das ja primär hier oben. Warum haben wir eigentlich da unten? Achso. Okay. Floorhatch. Da. Wie viel haben wir noch? 12 Stück. 9 Stück. 6 Stück. So, können wir also auch gleich wieder neue in Auftrag geben. Auch wenn die echt nicht so wichtig sind. Und wir haben viel zu viele Goblins in Käfigen. Und zu viele Tiere in Käfigen. Die werden bestimmt auch gleich wieder alle sterben. Hier. Wir hätten gerne unsere Zone. Wir hätten gerne Shift-N unseren Pasture. Und suchen jetzt hier nach Tieren, die noch nicht in diesem Pasture drin sind und die ein Käfigsymbol daneben haben. Und keine Hunde sind. Ja, ich bin sehr wählerisch. So, ganz viele Hunde. Alles Kriegshunde, ist okay. Eine Ratte, nein. Ein Falke, okay. Goblin, nein, auf keinen Fall. Goblin, 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 Goblin. Goblin, 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 Goblin. Ja, sehr, sehr viele Goblins. Goblin, 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 Goblin. Da kommen die eigentlichen Tiere. Eine Kuh, ein Wildschwein, Meerschwein, Schweinschwein, irgendwie sowas. Ein Yak, nochmal so ein komisches Schweinding, ein Pferd, ein Ramm. Ich denke irgendwie gerade an Steinbock. Aber das kommt nur wegen dem Ramm. Was es wirklich ist, weiß ich auch nicht. So, und den Goblin lassen wir auch da. Damit werden auch die Tiere erstmal wieder kurzfristig gesichert. Was sagt eigentlich unser Essen-Stockpile? Sehr viel zu trinken, sehr viel zu essen. Ist okay. Trotzdem können wir ganz kurz hier was anschmeißen. Lavish Meal, Repeat. Nicht Easy Meal. Lavish Meal, Repeat. Und Brewing auch auf Repeat. So, damit wir das nicht vergessen. Und damit auch die Eier und so weiter verkocht werden. Obwohl, bei den Eiern gab es einen Kommentar, dass ich die doch irgendwie verbieten sollte, damit sie ausschlüpfen. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob ich sie verbieten sollte oder einfach nur den Stockpile so einstellen, dass die Sachen da nicht mit zugeordnet werden können. Ich glaube, so war das. Verbieten wir jetzt einfach mal die Eier hier.
dann müssten die Eier oben in der Nestbox ja eigentlich liegen bleiben und dann eventuell befruchtet. Das wäre natürlich schick, wenn wir dann noch mehr Hühner, Gänse und was weiß ich hätten. Dann könnten wir auch so mal unsere Nahrungsmittelproduktion wirklich in die Gänge bringen. Momentan leben wir ja immer noch von den Restposten aus den ganzen Karawanen, die hier eintrafen. Was in Zukunft ja nicht mehr vorkommen wird. Oh, ich sehe gerade, er holt Wasser. Das sollten wir auch noch regeln, bevor wir uns einbunkern. Wir brauchen unbedingt die Wasserzufuhr zu dem Fluss unten, damit wir unsere Verwundete verarzten können. Und damit sich die Kämpferzwerge nach ihrer Trainingseinheit sauber waschen können. Weil sie halt alle so einen komischen Tick haben. Und ihr bringt immer noch Sachen von unten runter, unten hoch. Aber ja, können wir nicht ändern. Wenigstens scheint das Miasma jetzt wieder weg zu sein. Oder hat es einfach nur so viel rumgestänkert, dass es nicht mehr stänkern kann. Nee, das Miasma ist weg. Aber das nächste Stück Nahrung ist hier deponiert worden und nicht aufgegessen worden. Wer wohnt hier? Niemand. Hm. Okay, warum wird denn Essen in das Zimmer gebracht, wo niemand drin wohnt? Dient das jetzt als Hotelzimmer oder wie? Na gut, lassen wir das, machen wir erstmal eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder.